So, meine Lieben, ich habe ein neues Mikrofon gekriegt, aber das ist auch so eine Sache, ich zeige es euch mal. Das hängt hier am Laptop dran. Und das brummt auch irgendwie, aber ich finde, es brummt nicht so schlimm wie die Webcam. Ja. Und ich habe im Moment echt keine Kohle. Vielleicht spendet mir jemand was auf PayPal und ich kann dann ein vernünftiges Headset kaufen oder vernünftiges Mikrofon. Aber im Moment kann ich mir nichts Besseres leisten. Und da bleiben die Videos halt erstmal mit der Qualität. Ich muss es jetzt erstmal selber ausprobieren, bevor ich es hochlaut, wie sich's anhört. Ich hoffe, es geht halbwegs. Aber wenn ich es mir selber so in den Kopfhörern gleichzeitig anhöre, dann nee. Nee. Da brummt mir das zu sehr. Aber das Krasse an dem Brummen ist, wenn ich das anlasse, dann hört man meine Stimmen, die ich im Kopf auch höre. Teilweise auf dem Video. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, weil die Stimmen hört man, wenn es Störgeräusche sind, hört man die Stimmen noch mehr. Ja. Soll ich vielleicht die Störgeräusche anlassen? Vielleicht noch nicht hier. Den noch. Und den noch. Einstellung. Den noch mach. Den noch. Ja, und da bin ich jetzt auf jeden Fall lauter. Ja, und jetzt sind die Störgeräusche mal an. Da könnt ihr ja selber mal hören, ob ihr da irgendwelche Stimmen dahinter hört. Oder ob nur ich mir das einbild, glaube ich aber nicht. Weil ich höre meine Stimme lauter durch. Ihr könnt ja mal versuchen, eure Anlage richtig laut zu drehen. Und dann könnt ihr mal einmal selber hören, ob ihr da irgendwelche Stimmen hört. Dann könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, das wäre mal interessant. Auf jeden Fall hört man dann jedes Nebengeräusch. Aber das Mikrofon ist vom Brummen her auch extrem schlecht. Also Leute, keine Billigmikrofone. Mein Geld lässt im Moment nichts anderes zu. Und ich finde, der Ton ist auf jeden Fall besser wie bei der Webcam. Okay, das war's erstmal. Ich lasse das Nebengeräusch mal noch ein bisschen an, dass ihr da mal wirklich überprüfen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, man hört wirklich da Stimmen und so, wenn ihr das wirklich in die Kommentare schreibt, da können wir auch mal ein Video machen, wo dieses Nebengeräusch länger ist. Aber dann mache ich einfach mal nur dieses Nebengeräusch und mache nur eine Audioaufnahme. Und dann könnt ihr das selber mal überprüfen, weil echt das mit einer Stimme hören, das ist wirklich so eine total krasse Sache. Weil warum, wenn ich Nebengeräusche höre, werden die lauter, Alter. Das ist total, total heftig. Naja, also das Mikrofon ist auch nicht so der Burner.
Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr so schlimmes Störgeräusch wie beim USB-Mikrofon von der Webcam. Aber ich finde schon noch raus, was das alles zu sagen hat. Also, bis dann erstmal.